Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende wartet auch wieder der Schocker der Woche. Obwohl es diesmal eigentlich gar kein Schocker ist, sondern eher die Liebkosung der Woche. Aber das werdet ihr dann sehen. Angefangen hat die Woche beim Mitchell mit einem 0% Dratini. Das ist richtig krass. Sammelt ihr auch 0% Pokémon? Dratini auf jeden Fall richtig besonders in der Sammlung. Damit macht man eigentlich nichts. Ihr seht, das kommt gerade mal auf, na gut, Level 30, 2800. Aber die sind so selten, die sind natürlich seltener als 100%ige, weil 100%ige könnt ihr ja aus Raids bekommen, aus Eiernbrüten, aus Feldforschungen oder euch, ja, wild fangen halt und absprechen. Bei 0%igen könnt ihr euch auch absprechen, aber die gibt's halt aus den anderen Sachen alle nicht. Und deswegen sind die eigentlich wertvoller als 100er, obwohl sie eigentlich auch unnützer als 100er sind. Also eigentlich braucht man keine 0%igen Pokémon, aber wer richtig fanatisch ist, der sammelt natürlich auch diese. Dann hat uns der Mützenmann wieder mal gezeigt, ein weiteres Shiny in seiner Sammlung, ein Radfratz, und der hatte immer richtig Glück bei Shinies, also der sahnt ordentlich ab. Der Quede hat ein Shiny Europe bekommen, hat das auch gleich zum Buddy ernannt, um damit anzugeben natürlich, nein. Der Pushner, endlich, dafür, dass ich keinen Shiny Kyogre bekommen habe, ein Shiny Mengi natürlich, gab es ja damals seit dem Kampf-Event auch mit Macholo eingeführt. Der Stefan Landei zeigt uns hier wieder eine weitere Kombination aus Schneebedeck und Voltoball. Sieht auch lustig aus mit diesem Zipfel noch oben auf dem Kopf. Dann der Brian. So, da ist es. Der hat nämlich nochmal eine Meltan-Box gezündet und jetzt endlich sein 100%iges Meltan bekommen. Zwar nur Level 5, aber das Ding kann ja trotzdem 3599 WP erreichen. Das lohnt sich also trotzdem zum Hochziehen. Auch guter Stahlangreifer natürlich. Der Mitchell mit einem Shiny Evoli. Evoli natürlich ganz gefragt. Jetzt auch mit den neuen Entwicklungen. Wir haben da auch noch ein Video drüber gemacht. Das wird die Woche online kommen, wo wir die erste Entwicklung durchführen. Ich habe bis jetzt gewartet und mit den Pokédex-Einträgen. Apropos neuer Pokédex-Eintrag, auch beim Robby mit einem Tropius, das Bananenmonster mit den drei Bananen am Hals. Sieht auf jeden Fall sehr lustig aus. Nägelmon hat ein Shiny Fifien bekommen, auch richtig gute Sache natürlich. Dann der Bockwurst King mit einem 100% Smogon, 15, 15, 15, Level 22, kann man auch mal mitnehmen. Dann habe ich mein erstes Traunfugil in Shiny bekommen. Natürlich ertauscht bekommen, weil alleine kann ich ja nichts, aber Grüße gehen raus an die Angelina Vio. Wieder mal, die ist immer meine Ansprechpartnerin Nummer 1, hat mir sogar später noch ein zweites getradet und ja, ich muss mal gucken, der hat auch ein Aerodactyl mal gefehlt, das hat sie da bekommen und was beim GoFest jetzt noch so geht, da habe ich bestimmt auch ein paar Sahnehäubchen für sie wieder übrig. Dann habe ich mir ein Porenta als Lucky getradet. Mit einem garantierten Lucky-Tausch. Ich wusste nicht, was ich sonst tauschen sollte. Und der andere Account hatte im Prinzip nichts. Aber ein Porenta, um den Lucky-Dex zu vervollständigen. Jetzt fehlt mir eigentlich nur noch Quapsel als Lucky-Pokémon. Dann ist Generation 1 komplett. Und ich glaube, das reicht auch. Die anderen Generationen sind eh nicht so krass gewesen. Generation 1 immer noch Lieblingsgeneration. Die Parkmäuse sind dazugekommen als Pokestop. Holzkunst, wo das jetzt war, weiß ich gerade gar nicht. Parkmäuse, irgendwo bei einem Park auf jeden Fall. Ich glaube, das ist da hinten Richtung Bahnhof, beim Kindergarten oder irgendwas. Mein neuestes Shiny von der Sellimaus, die hat ein Shiny Elekid gebrütet. Der Nägelmon hat gezeigt, er hat ein Shiny Magby gebrütet. Da habe ich schon 6 Minuten telefoniert, wie man oben dem Bild entnehmen kann. Dann der Brian wieder mal, neuer Stop, Heiliger St. Leopold mit Lamm. Das Lamm ist ganz wichtig, also noch ein weiterer Stop. Dann habe ich mein 100% Kyogre gefangen, mein zweites. Eins habe ich ja schon, das habe ich damals gemaxt. Jetzt ein zweites Kyogre mit 100%, was ich sicherlich auch hochziehen werde dann. Der Pushner hat sich hier nochmal gefreut über ein Evoli mit 100%. Das würde ich entweder zu Psyana oder eben zu Glaciola machen, weil Glaciola richtig guter Eisangreifer, Psyana immer noch eines der stärksten Evoli-Entwicklungen und nützlich. Für alle anderen Sachen gibt es eigentlich immer Alternativen, bei Psyana eben nicht oder nur wenig.
würde ich auf jeden Fall entwickeln und würde mir gut überlegen, was ich damit natürlich mache. Gut, dann hat sich der kleine Adi da eingeschlichen, der immer, wenn ich meine Videos schneide, vorne am PC sitzt und dann immer einschläft und seine Nase da reinstreckt. Dann ist auch dieses Event gestartet mit der Entschädigung zum GoFest für die Leute, die Samstag ein Ticket hatten und der Park ja evakuiert wurde, konnten die am letzten Samstag sozusagen von 9 bis 19 Uhr, glaube ich, nochmal spielen, egal wo sie gerade waren. Und so sah das eben bei uns aus. Dann habt ihr in der Nearby-Liste plötzlich Lavita gehabt, ihr habt Carpador gehabt, Haspiro, Labras, Hundemon und Damierplex, so Event-Pokémon, die saßen dann auch alle auf einem Haufen, auch Tansa, Abra, Kleinstein dabei und das war natürlich richtig genial, das sah richtig gut aus und ich habe da auch in dieser Entschädigung zwei richtig krasse Sachen gefangen, die habe ich hier irgendwie gar nicht mit reingenommen, auf jeden Fall habe ich jetzt ein Evoli mit Blumenkranz als Shiny bekommen, aber nicht nur eins, sondern gleich zwei Stück. Zwei Shiny Evoli mit Blumenkranz und die sind ja wirklich richtig begehrt unter den Sammlern. Das gesellt sich jetzt zu dem Shiny Pikachu mit Blumenkranz und was ich damit mache, weiß ich noch nicht. Mir sind die eigentlich nicht wichtig, mir reicht, wenn ich Shiny Evoli habe und Shiny Pikachu. Der Blumenkranz interessiert mich nicht, da könnte ich vielleicht noch ein paar Trades machen, denn ein Shiny Fluffeluff als Baby fehlt mir immer noch. Und vielleicht will ja einer einen Fluffeluff abgeben gegen so einen Blumenkranz-Evoli in Shiny. Das sehen wir aber mal, wer da was hat und mit wem man sich da wieder connecten kann. Neuer Stop beim Netto Coburger Straße. Cliffhanger Mural, künstlerisch gestalteter Stromkasten in der Coburger Straße. Auch hier, ich weiß gar nicht, ob der Stromkasten da unten steht oder ich nehme meine Umgebung ja eh nicht so wahr. Sieht auf jeden Fall cool aus. Dann der Frosty, also der Kenny nochmal, der Friedhof scheint noch nicht ganz ausgereizt zu sein. Auch noch ein neuer Stop entstanden. Man dachte ja wirklich, gut, er ist vollgestopft. Mittlerweile drei Arenen, ganz viele Stops plötzlich und die Leute werden immer zu geneigt, da hochzugehen und Pokémon zu zocken. Und jetzt schon wieder ein neuer Stop dazugekommen, also da geht immer noch was. Die Sally Maus, erster Tausch, dann gleich Glücks-Pokémon und dann noch ein 91er mit einem Shiny Aquana. 91% kann man auch mitnehmen. Aquana immer noch richtig gute Entwicklung natürlich. Damals, als es noch kein Kyoko gab oder so, haben wir damals immer die ganzen Arenen angegriffen, gegen die Relaxos und die Dragorans und alles gekämpft. Dann hat der Pushner endlich sein Onyx bekommen, sein Shiny Onyx. Da haben die öfters hier, glaube ich, dieses Nest besucht. Was da bei der Psychiatrie war, bei der Klapper. Wir fahren jetzt erstmal in die Klapper, ne? Und gleich so ein Shiny Onyx gegönnt. Spielplatz in der Dammstraße ist auch ein neuer Pokestop. Den habe ich auch beim Vorbeifahren noch entdeckt, habe ich gleich abgescreent. Und wieder auf dem falschen Account beim Kenny mit einem 100% Liljep, Level 20. Nimmt man auch mit, gerne. Die Aufgabe hat sich mal gelohnt. Der Xtree mit einem 98%igen Alola Kokowai und 15 Angriff kann man jetzt natürlich auch gut nehmen gegen Kyogre, wenn man dem ein paar Pflanzen-Moves gibt. Kommt ja auch auf so 2800 oder irgendwas. 666, das Schmerbe of the Beast. Vom Bob the Rob hier ein teuflisches Schmerbe gefangen, wo ich mich kaum zum Raid getraut habe und gesagt habe, er soll das zurückhalten, sonst komme ich nicht zum Raid. Dann der Stefan Landein noch, weil alle immer ihre Hundos zeigen. Schlechter geht nicht, der hat das schlechteste Kyogre aus dem Raid gezogen, was man ziehen kann. Mit 67%, wo alle Werte einfach nur 10 sind. Ihr wisst, das höchste ist ja 15, das niedrigste ist 10. Hat er hier 67%, wissen wir jetzt Bescheid, auf Level 20. Dann der Hoffi noch mit einem 100% Krakilo, Level 16. Kann man auch mal mitnehmen. Der Pushner noch mit einem 100% Stolunior, Level 20 und ein 100%iges Absol aus dem Raid, denke ich mal. 200er heute, Top und Absol. Das ist natürlich richtig selten, richtig krass, weil das könnt ihr ja in dem Sinne nur aus dem Raid bekommen. Obwohl beim GoFest konnte man das auch wild fangen und man kann es auch aus einer Quest ziehen. Aber das Stolunior ist auf jeden Fall nicht so selten wie das Absol, also das ist richtig krass. Seltener Besuch auch am Löwen, da ist nämlich ein Magna-Yen erschienen, das habe ich auch mal kurz abgescreent, habe Bescheid gesagt in der Gruppe, dass es da sitzt, hat halt nur 130 BP, aber wann fängt man schon mal ein wildes Magna-Yen, kann man natürlich mitnehmen, ist für einige sicherlich immer noch ein neuer Pokédex-Eintrag.
Dann der Kenny wieder. So sieht es aus, wenn man seinen Tablet-Halter vergessen hat. Da haben wir den X-Raid gemacht und danach eben noch am All-City Tower einen Raid. Und ich habe meinen Tablet-Halter nicht dabei gehabt, habe mir dann die Handys alle einfach irgendwo hin. Da auf dem Arm liegt eins, auf dem Bein, auf dem anderen Bein, noch zwei in der Hand. Also das war wirklich sehr chaotisch. Da hat er heimlich ein Foto gemacht, das wusste ich gar nicht. Das hat er mir dann nachträglich geschickt. Dann vom Stefan Landei, der das gestern gezeigt hat. Der Bummel-CD wird ja nachgeholt, wurde schon angekündigt, aber als Event, das sich über 3 Tage erstreckt, dass ihr vom 4. bis zum 7. Zeit habt, nochmal Bummels zu jagen. Und dann haben schon die Leute vom GoFest die Vermutung gehabt, wenn man dorthin geht, dass wirklich überall nur Bummels sitzt und dass die ganzen Spawns wegnehmen. Deswegen, das ist die Karte von Dortmund, vom Westfalenpark. Und ihr seht jetzt, dass sich das genau mit der Zeit vom GoFest überschneidet. Und davon ausgegangen wird, ihr fangt einfach nur Bummels und es gibt gar nichts anderes. Niantic hat darauf natürlich bestätigt, dass es beim GoFest keine Bummelspawns geben wird, dass die anderen Event-Pokémon eben nicht davon betroffen werden. Rund um den Park, außerhalb und sonst wo ihr seid, könnt ihr natürlich Bummels fangen, aber das GoFest wird davon nicht betroffen sein. Und dann haben wir zum Schluss noch was zu Bummels gefunden, auch vom Stefan Landei. Local Trainer helps Lost Slackout cross the road. Da seht ihr, wie ein Shiny Bummels über die Straße geführt wird. Und das sieht auch richtig genial aus, auch schön als so eine Zeitung und unten immer diese kleine Anspielung noch mit dem Shiny Rayquaza. Das waren die Screens und jetzt kommen wir noch zum Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von Hugo Habibo. Oder auch MasterP565, ich weiß nicht, ob das sein Spielername ist oder ob der das Foto auch einfach nur geklaut hat und hochgeladen hat. Auf jeden Fall gebührender Dank an MasterP565. Selfie Time, Best Friends 2019. Da denkt man immer, die Pokémon, die sind alle so brutal und die bekriegen sich immer und die bekämpfen sich und die greifen sich an und das ist alles so schlimm und gemein, aber ihr seht hinter der Kamera, wenn die Kamera aus ist, die mögen sich, das sind wie Menschen, die sitzen dann zusammen da an der Bar und saufen oder nehmen sich in den Arm, sind die besten Kumpels. Deswegen richtig geniales Bild mit diesem Kangama und dem Lapras dazu, was in den Arm genommen wird vom Kangama. Das kleine Kangama-Baby guckt da auch noch raus. Richtig gute Sache, das hat mir gefallen und habe gedacht, das muss ich mal zeigen. Das ist ein richtig schönes Bild und das ist auch der Abschluss jetzt von der heutigen Raid am Mittwoch-Folge. Wir sehen uns nächste Woche einfach wieder, wenn wir wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst haben und den Schocker der Woche. Und diesmal ist es bestimmt dann wieder ein Schocker, was Brutales. Das war's von meiner Seite. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.